Hallo liebe Freunde, mein Name ist Joachim Schneider. Herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal, zu meinem Projekt, das ich euch gerne jetzt vorstellen möchte. Wie gesagt, mein Name ist Joachim Schneider, ich bin Rechtsanwalt, 51 Jahre alt und möchte jetzt so nebenher einen kleinen YouTube-Kanal aufbauen. Und zwar soll es ein Bildungskanal für Jugendliche sein. Ich möchte mich mit den Themen Geschichte, Kunst, Ideen, Gesellschaft befassen und in der Länge von etwa 15 Minuten Kurzdarstellungen zu bestimmten Themen euch präsentieren. Anfangen werde ich mit Johann Sebastian Bach und Cäsar und ich werde noch einige Rubriken einbauen in den YouTube-Kanal, zum Beispiel sowas wie der heiße Scheiß, hatte ich mir überlegt. Darunter sollen fallen Ideen, Entdeckungen und Begriffe. Naturkunde wäre auch eine Rubrik. Herzensbildung, da soll es so ein bisschen gehen um Ethik und Moral und gesellschaftliches Zusammenleben und auch die Grundideen dazu. Und als letzte Rubrik hatte ich mir überlegt, Wörter. Da wollte ich einfach ein paar etwas aus der Mode geraten, aber Wörter vorstellen, die ich aber trotzdem sehr schön finde und es wäre schade, wenn die verloren gehen sollten. Wie möchte ich das Ganze präsentieren? Es geht sicherlich mehr um die Breite als um die Tiefe. Ich möchte eine Übersicht über, letztlich auf Basis der geschichtlichen Entwicklung, über die Entwicklung der Menschheit bieten, über Dinge, die man wissen sollte als auch als Jugendlicher, und hierzu gibt es meines Erachtens ganz hervorragende Einzeldarstellungen in den unterschiedlichsten Medien, auf YouTube, Wikipedia. Also wer Spezialwissen sucht, findet genug dazu. Was meines Erachtens auch ein bisschen fehlt, ist eine Generalübersicht, die Einordnung in der Abläufe, der geschichtlichen Abläufe, der Abläufe der verschiedenen Ideen, der Gesellschaftsformen und der Moralvorstellung. Und hierzu habe ich dann alle meine handwerklichen Fähigkeiten zusammengenommen und einen Flux-Fabulator gebaut. Und zwar wird zu den jeweiligen Themen werden eingetragen in eine Zeitleiste. Hier habe ich die Jahrhunderte einfach aufgemalt in einer Zeitleiste. Und dann, wenn ich die Themen besprochen habe, tauchen die hier an den entsprechenden Stellen im Laufe der Jahrhunderte auf. Und so soll man im Laufe der Zeit einen gewissen Überblick bekommen über den Ablauf unserer Menschheitsgeschichte. Was mit dem Projekt nicht verbunden ist, ist natürlich, wie gesagt, Expertenwissen, also Breite statt Tiefe. Das heißt also, wer Experte auf einem bestimmten Gebiet der Kunst, der Literatur, der Geschichte ist, dem werden sich angesichts der knappen Vorstellungen meiner Themen die Haare wird er sich raufen, weil diese knappe Vorstellung muss notwendigerweise natürlich Lücken aufweisen, muss vielleicht Erwähnenswertes weglassen, muss kurz kürzen und ist insofern eigentlich für den Experten nicht geeignet. Nur, wie gesagt, ich denke, Expertenwissen haben wir genug. Es fehlt im Grunde genommen die groben Begriffe, die man als gebildeter Mensch, halbwegs gebildeter Mensch wissen sollte. Ich selber bin motiviert mit diesem Projekt auch durch die eigene Bildungsgeschichte. Meine Eltern waren nicht sonderlich bildungsnah, aber damals, als ich jung war, bot sich mir die Möglichkeit, eben zum Gymnasium zu gehen und da einen gewissen Grundstock mir aufzubauen. Und heute vermisse ich manchmal so ein bisschen diese Durchlässigkeit. Es scheint mir eine gewisse Separierung der Gesellschaft sich abzuzeichnen. Und Bildung wird sicherlich auch als Abgrenzungsmerkmal oberer Klassen gegen untere Klassen verwendet. Also insofern ist der Ansatz, die Kultur, die Geschichte, die Ideen, die Begriffe, alles das, was man mit Bildung in Verbindung bringt, etwas von dem hohen Ross herunterzuholen. Denn eins ist klar, auch wenn die verschiedenen Leute vielleicht nicht die intellektuellen Leistungen aufbringen können, um, wie soll ich sagen, kulturschaffend oder bildungsschaffend zu sein, wenn man es ihnen erklärt,
Capiazzella, denn so abstrakt und so besonders komplex sind nun die meisten Ideen, die meisten Vorgänge, die meisten Abläufe nun nicht, als dass man die sich nicht einfach auch erklären könnte und dann darstellen könnte. Umgekehrt möchte ich natürlich durch eine Fokussierung auch auf, wie soll ich sagen, spritzige Geschichten, auf krasse Sachverhalte, auf interessante Gebiete, möchte ich natürlich auch ein bisschen heranführen, sozusagen an diesen Bereich. Also insofern ist es sozusagen eine Bewegung aus zwei Richtungen hin zu dem Adressaten, dem Jugendlichen. Was ich natürlich nicht machen möchte, ist, mich irgendwie ranzuwanzen. Also ich werde sicherlich keine Jugendsprache verwenden. Ich bin da sicherlich weit davon entfernt. Jetzt abgesehen von diesem etwas hochtrabenden Hintergrund, letztlich geht es eigentlich auch darum, dass ich bei der ganzen Geschichte ein bisschen Spaß haben will und das über die Jahre hinweg angelesene, erlernte einfach auch versuchen zu präsentieren, und ich hoffe eben, dass es auf euer Interesse stößt, und es würde mich freuen, wenn ihr den YouTube-Kanal schätzen würdet. Das war's, vielen Dank und tschüss.